Willkommen zu Clash Quest hier, mehr Free-to-Play. Wir schon wieder am Shop vorbei, holen uns hier den Gratis-Token ab und dann geht's heute in die Liga. Tag 7 von 7, der letzte Tag. Momentan sind wir Platz 18 mit 29 Stages. Wir bräuchten für die Aufstiegszone 35, also 6 Stück und dann noch ein ganz paar Defenses, wir haben 39, bräuchten 55. Heute geschafft wurden nur 4 Stages. Also würde es mich wundern, wenn wir jetzt auf einmal 6 schaffen. Er hat 5 geschafft, er hat 4 geschafft, er wieder 5, also ich glaube der Aufstieg, nur 3 sogar, wird nix. Ich habe gestern auch nochmal einen Token verwendet für einen Angriff, weil ich dachte, ja, vielleicht schaffe ich noch ein bisschen besseres Ergebnis. Es war eigentlich fast gleich, es haben wieder 5 Stages und ein paar Defenses, also nicht maßgeblich besser. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Mal sehen, wie viel wir schaffen. Okay, wir haben hier gleich mal die zwei Bogenschützen. Hier würde ich das Lock verwenden. 4 hintereinander. Besser geht's nicht. Nehmen wir nochmal 4 Bogenschützen mit. Ja, und dann nehmen wir erstmal hier die beiden Bogenschützen. Und dann denke ich, chargen wir mal die Kobolde. 7er Kombo ist nicht schlecht, kann man machen. Okay, jetzt haben wir auch recht viele Prinzen hier tatsächlich. Die stehen natürlich, na, sehr gut, wenn wir die für die nächste Stage erst verwenden. Die Frage ist, schaffen wir diese Stage, die wir jetzt hier haben, ohne die Prinzen? Ah, schwierig. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Kobold. Dann hätten wir jetzt die Prinzen zusammen. Ah, das ist, nee, das ist überhaupt nicht gut eigentlich. Hier nochmal direkt das Lock drauf. Zwei Päcker auf jeden Fall. So. Dann würde ich die Giants einmal chargen. So. Für ihn würde ich dann einen Päcker nehmen. Dafür nehmen wir vorher einmal hier die beiden Bogenschützen. Okay, jetzt spawnt hier wieder einer. Da nehmen wir dann die zwei Bogenschützen und dann können wir jetzt... Achso, der Päcker geht jetzt da drauf. Ja gut, auch nicht schlimm. Nehmen wir zwei Päcker. Und dann den hier noch. Dann haben wir die erste Stage. Nehmen hier dann 10 Bogenschützen mit. Und dann jetzt die Prinzen. 11er Kombo, nicht schlecht. Nehmen wir nochmal die beiden Schatzbücher mit. Okay, die Bogenschützen ist natürlich zu stark. Schön wäre es natürlich, wenn wir die drei auch noch aufsparen könnten. Das sollte auch klappen. Dann haben wir gleich mal eine größere Combo. Hier den Giant. Und dann jetzt nochmal den einzelnen Kobold. Ich würde 8 Magier, wohl Päcker. Nehmen wir mal die Päcker mit. Na gut, ich nehme erstmal hier den einzelnen Kobold, vielleicht kommt noch ein Bogenschütze nach. Sehr schön. Okay, jetzt stirbt natürlich der... Ah, jetzt stirbt ein Päcker, das ist nicht optimal. Die Sache ist, wir können es nicht verhindern. Ich kann natürlich erst die drei Päcker einsetzen, dann sterben aber die ganzen Bogenschützen. Na, müssen wir einen Päcker auffallen. So. Dann nehmen wir jetzt nochmal 3 Bogenschützen.
Dann nehmen wir hier den einzelnen Kobold. Dann haben wir ein Packer einzeln. Und den können wir danach da einsetzen, genau. Und hier schicken wir nochmal einen Kobold rein. Nehmen Feuerwehr mit. Vier Packer. Okay, jetzt könnt ihr sogar schon... Na, die Packer-Kombo ist dann nämlich schon zu groß eigentlich. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal die Mauer erstmal aufmachen, damit wir da keinen Packer verbrauchen. So, und wenn wir jetzt die Packer einsetzen, reicht es fast. Ja, machen wir das. Nehmen wir nochmal einen Packer mit. So, dann brauchen wir hier jetzt einen Kobold und dann noch einen einzelnen Packer. Und dann haben wir die vierte Stadt geschafft. Okay, ja, hier könnten die Magier auch gut sein. Da die Gebäude recht dicht stehen. Nehme ich mal die 8 Magier mit. Dann chargen wir erstmal hier die Bogenschützen, wo wir könnten. Ja, wo hauen wir den Feuerball am besten drauf? Hier würde ich mal sagen. Das machen wir mal zuerst. Nehmen trotzdem hier mal die Chargebücher. Chargen jetzt die Bogenschützen. Nochmal 3 Magier, sehr gut. Und dann nehmen wir die Magier. Und es reicht fast für die Stage. So, hier müssen wir natürlich jetzt... Ah. Das ist ja jetzt blöd. Jetzt müssen wir die Packer nehmen. So, wir müssen die Packer nehmen. Oh, das ist ärgerlich, da habe ich nicht drauf geachtet. Das habe ich jetzt nicht beachtet, dass wir da die Packer dann brauchen. Okay, hier würde ich auch nochmal die 8 Magier nehmen. Ich glaube, für die Stage reichen tut es nicht mehr. Aber immerhin, wenn man ein paar Defenses. Ah, das mit dem Packer war gerade ärgerlich. Ich glaube, das Lock könnte hier besser sein. Ja, obwohl, wenn wir das Lock jetzt und wir beide draufhauen und dann noch den Giant. Ja, reicht so. Okay, 5 Stages, 4 Defenses, ist nicht schlecht für heute. Nehmen wir hier die Belohnungen ein. Und dann sind wir Platz 7, eine Stage und na gut, 12 Defenses, also theoretisch bräuchte man 2 Stages, um noch aufzusteigen. Also es ist dann doch knapp, aber nicht machbar gewesen heute. Schade eigentlich, ich hoffe nächste Woche kommen wir raus aus Silber 1. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich vielleicht was besser spielen soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann lasst ein Abo und ein Like da, schaut beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.